Sei ein bisschen netter zu mir. Ich hätte jetzt fast aus Versehen Dead by Daylight gestartet. Die dicken Beppos. Ich hätte bei Dead by Daylight fast gestartet, außerdem ist der neue Killer schon mal zur Verfügung. Es gibt definitiv ein Update gerade. Ja, ich hab's schon geladen, das Update. Ja, ich noch nicht. Ich bin gerade dran. Oh, ich hab rübergeschossen. Markus, ich glaube, das wird dein neuer Killer werden. Wenn der. Wieso? Hat das jetzt. Na, das wollen wir ja mal ausprobieren dann. Oh! Hatte wohl nicht so geklappt, hä? Scheiße. Der wegschmeißen, das Dynamit. Ich hatte es mir schon angezündet, als er mich umgehauen hat. Hey. Hey. Oh. Guten Tag. Aber. Aua. Ja. Ist er. Ich sehe ihn grad nicht. Hier. Einen habe ich, glaube ich, erschossen gerade. Er hat mich getreten. Seid tot. Sind beide tot. Also wenn das so weitergeht, ne? Das haben wir nicht die ganze Rüstung und die hauen uns die ganze Rüstung sofort wieder runter. Lass mal was essen. Ja. So, weiter. Wir haben nicht viel Zeit, Leute. Warte mal ruhig. Ich bin bereit. Hier reintauchen jetzt. Ja, genau. Aber warte mal, ich mach mal eben eine neue Flasche. Wäre irgendwie sinnvoll, irgendwie erst zu schlafen, ne? Die Höhle zu finden. Die sind wir ja ewig rum. Ja. Wo bist du rum? Also irgendwas im Schlafenbaum. Geh die Höhle nicht. Hier. Wir haben sie schon gefunden. Wir tauchen irgendwas, was Höhle aussieht. Okay, ich hab hier. So. Gibt es am Ende eigentlich wirklich sowas wie ein Bossfight oder ist das dann einfach nur ja, ein Storyende? Okay. Soll also ich habe nur einen Teil vom Bossfight gesehen. Ich weiß, was das ist, was das für ein Boss ist. Mehr auch nicht. Also ich war mir um in der Vorstellung mal gezogen. Was dauert der Boss oder was? Der braucht ja, also ich weiß, also ich denke mal, wenn man zu viert ist, dürfte der eigentlich nicht so lange dauern. Mal sehen. Der macht Wack-Game. Ja, genau. Boah, ich muss mich beeilen, mein... Ich hab eine frische Flasche reingemacht. Wenn du jetzt stirbst, ne? Da war's das. Dann rennen wir ohne dich weiter. Aber da müsste doch, glaube ich, da gleich auch wieder ein Zelt kommen, ne, dass man da mal speichern kann, oder? Meine ich. Mhm. Oh Gott. Hier ist ja wieder eine Zeichnung von Timmy. Timmy! Du bist kalt und nass. Kalt, weiß ich. So, ablegen. Ah, endlich. Was krummelt denn da so? Ich hab Hunger. So. Liegt hier sonst irgendwas rum, was man so gebraucht kann? Hier liegt doch eine Zeichnung, oder nicht? Ja, die habe ich schon. Ja. Ich dachte eher so an was, Essbares oder sowas. Ich habe noch einen getrockneten Fisch, den werde ich jetzt doch essen. So. Das klingt ja nach was sehr Großem. Der Boss? Ich weiß nicht, wie nah wir dran sind. Du, Max, gerade. Eine Virginia! Ha, das geht rein! Das geht da los, nicht rein! Aber guck mal, von hier kommen wir doch super gut.
Ja. Die hängen ja. Tot? Nee. Ja. Alter. Ja, was denn das jetzt? Was? Ich brenne wegen euch. Ich brenne. Entschuldigung. Geh schnell ins Wasser, sie ist tot. Das war glaube ich nicht, oder? Ist sie doch noch nicht tot? Sie ist noch nicht tot. Was kann ich in einem sehr engen Gang mit vier Leuten machen? Ich weiß es. Ich zünde einen Pfeil an und schieße. Ich hatte mal die Leuchtpistole getestet. Der Bulle lacht auf über ein Bild hier. Sei ja, ein Bild. Ja. Auf die Ecke da lacht ein Bild. Ja, für die Kika, von der Kika hat irgendwas. Ich hab ein Bild ein, ey. So, weiter? Ja, das tut mir so leid. Es krummelt immer noch rum. Ich wollte mal jemanden in Brand setzen. Was stellst du dich auch in den Weg? Du hast es einfach extrem heiß gemacht, dass wir in Flammen aufgegangen sind. Aber ja. Das klingt, als wenn die in eine Spinne rumrennen, ey. Ja, das stimmt. Mhm. Dabei bist du der Einzige, der spinnt. Ein paar kleine noch auch, ne? Ja, das weiß ich. So. Eine Kassette. Schön. Hm. Ja. Geh runter. Ja, warte, warte. Lass doch mal mit. Kassette mit Armsies Ausbruch beschriftet. Meine Knochen, kriege ich keiner. Ging doch schneller als gedacht. Nicht so schnell. Hm. Jetzt hier wieder hoch, weil die wollen uns doch veräppeln, oder? Was? Ja. Was hätten sie denn? Hätten sie eine Brücke bauen können, oder? Gut. Hoch hinaus, ne? Hochmut ist alles, was wir haben. Loop. Muss ich hier lang? Links? Ja, ja, links, runter. Ach, so jetzt genau. Ja, bin ich richtig, okay. Ach, bist du da ganz oben, oder? Nee, aber alles gut. Das ist war... nicht bei die Uhren. Nee, ich bin gerade hier runtergesprungen. Ich stehe direkt neben dir. Ich bin gerade gesprungen und dann ich mich dabei verletzt. 12 Kugeln habe ich noch für die Pistole. Okay. Dieser große Raum gefällt mir nicht. Ja, ich höre es ja schon, ey. Ich will nicht mehr, wie es wieder was Großes. Ja, komm, das ist wieder die Dörner. Achtung, ich habe einen Feuerpfeil. Ja, beruhige dich. Noch einer. Oh, da kommt noch was, da kommt noch einer. Oh. Eine ist tot. Ja, ich hab die eine schon geholt. Den hab ich eine auch. Tot. Eine Schuss mit der Waffe war weg. Die eine. Ich weiß gar nicht, wie viel ich noch hab. 7. Müssten wir jetzt nicht langsam mal im Labor oder so ankommen? Ja, dürfte nicht mehr lange dauern. Oh, Kisten. Ich glaube, jetzt müssen wir hier durch. Da hinten ist noch eine. Nee, nicht da. Oh, noch eine. Zwei. Diese Getränke haben wir. Wie lange müssen wir jetzt eigentlich? Ich komme davon. Ich glaube, wir müssen durchs Wasser. Schon wieder. Da ist, da kommt eine Virginia. Ey, wir müssen hier rüber. Auf der anderen Seite ist eine Höhle. Wir legen euch gerne mit der Virginia an, ne? Die liegt doch die Virginia unter Wasser.
Ja. Alter, ich kämpfe noch mit der und ihr haut einfach ab. Dankeschön. Bei der Planung ist auch. Guck mal, aber weißt du mal, wie es mir eben gegangen ist? Guck mal, hier können wir nämlich, guck mal, hier kannst du nochmal speichern. Und dann sind wir nämlich auch gleich schon am Labor. Ja, dann werde ich jetzt auch kurz mal den Speichern setzen. Also, wenn jetzt irgendwas ist, haben wir hier zumindest gespeichert. Ja, bin gerade dabei. Heute sieht Trupp näher. Falls wir heute doch nicht bis zum Schluss kommen sollten. Mhm. Das stimmt wohl, ja. Alle haben das Tauchgerät abgelegt, nur Kevin mag gern Sachen im Mund. Ja. Bitte was? Ja. Ich schütze mich nur vor Corona. Ja. Aber hier die Hülle, wo wir jetzt gerade waren, die kenne ich nur mit 3 oder 4 kleinen Gegnern, nicht mit 3 großen. Das haben sie wohl geändert. Oder das liegt daran, dass wir zu 4 sind. Achso, ach so, das ja, weiß ich gar nicht. Das ist eine Schwierigkeit. Ich so, weit mit? So ja, bevor wir jetzt reingehen können, dann, Moment. Dann mach mal auf. Ah, toll, das wollte ich eigentlich jetzt. Ich hab das aufzumachen. Ja, da war's. Ja. Hightech. Wo ist denn Ding? Wo ist er denn? Er schämt sich. Ab in die Ecke, Kev. Den ich ja, schäme. Jetzt geht's weiter. Und jetzt könnte das große Finale kommen. Moment, Moment. Eine Sache fehlt noch. So. Teil Shakira. So ist das Feeling hier besser. Was ist da oben? Da bist du mal hoch. Ich hab mich nur gemalt. Ja. Kriegsbemalung. Oh Gott, auf einmal kommt da so ein riesiger Kopf. Das kann nur meiner sein. Ich höre nur die Kettensäge hinter mir. Haha, vergiss es. Du kommst ja niemals raus aus der Ecke. Ey! Mit Schaden, nur so als Info. Olaf, sind wir in die falsche Richtung gelaufen? Nee, Sackgasse. Ja, dann kommt doch mal mit hier rum. Markus voll auf die Pelle, ey. Hm. Der mit seiner Kettensäge, ey. Moment, stopp. Nicht mehr bewegen, stopp. Zurück, zurück, na, zurück, 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 zurück. Ich sag nicht mehr bewegen und du kriegst das erste Mal hin. Was ist denn das, was da so zischt? Da muss ich mal genauer hingucken. Das Beste ist, dass sie das auch als hättest du irgendwie eine Sonnenbrille aufgehabt und hättest zu lange in der Sonne gestanden. Okay. Jetzt hol ich dir mal eine Ecke. Tschüss. Ja, da ist das Kinderzimmer, glaube ich, ne? Und Hauptsache, ihr rennt hier durch eigentlich. Ich frage mich gerade eher, welche Bauarbeiter haben das hier gebaut? Also, das ist ganz einfach, es waren Italiener, die sind alle ein bisschen was kleiner. Warum liegen im Timmys Versteckpillen? Oh, das ist ein interessanter Fakt. Ja gut, solange wir hier unten drin wart, ne? Da hat unser Endboss gehaust. Habt ihr Rettchen mit dem Kopf in der Decke? Ey, macht lieber mal ein Feuer. Ein lustiges Design für euch. Was hast du? Wir müssen doch Feuer hier machen. Für Ehre. Jetzt mal was zu essen holen hier. Gibt's hier Kaffee? Ja, Kaffee. Hier kannst du. Geil, das Kaffee. Ich hab sogar eine Trophäe. Erstmal essen und trinken. Jawohl. Hier kann man noch ein bisschen was kaufen. Ich kaufe mal ein paar Riegel und ein paar Dosen. Oh, ich hab eine Dose. Der Typ muss sich auch gerade denken, ich schwimme durch Höhlen.
um irgendeinen Schildkrötenpanzer zu suchen und hier gibt's Kaffee. Genau. Oh, hier gibt's Geld. Kann ich. Nein, du kannst Geld ausgeben. Soda. Gibt sogar eine Trophäe. Soda. Hier gibt's Alkohol, Geld, aber. Big Spender! Big Spender! Hier kannst du was trinken. Das sagt alles über mein Leben aus. Du kannst nicht mehr tragen Alkohol. Ja, das ist geil. Deswegen mache ich mir gerade ein paar Feuerpfeile. Das müsst ihr mal machen, wenn ihr alleine spielt. Ein bisschen probiert, ob ihr eine perfekte. So, können wir dann weiter, weil ich weiß nicht, wie spät es gerade ist. Zwei Sekunden. Wir haben Viertel nach acht. Oh, das geht. Ja, das werden wir immer noch schaffen. Dann werden wir das doch mit dem Bosskampf schaffen, mit dem Finale. Ja, sicher, oder? Kommt doch an. Was sagen die rauf da? Wenn wir uns nicht wieder zu dumm anstellen. Moment, da war was. Ja, da geht's schon los. Ja. Ja, da geht's bei uns schon los. Siehst du, da geht's schon los. So, ich hab's geschafft. Ach, Mann, ey. So. Geht doch. Bück dich, befehle ich dir. Bück dich hoch. Jetzt ab von mir. Ernsthaft. Kennst du nicht den Song? Nein, ich kenne nur Bück dich hoch von Deichkind. Das ist Bück dich von Rammstein. Puh, oh Gott. Keine Ahnung. Ah, ein Magazin. Meine Musik. Ethical Scientist. Ah, hier kommen gleich, ja, hier kommen gleich Babys, nur zur Info. Bitte was? Sollt ihr uns beide was erklären? Kommen gleich Babys, wollt ihr uns irgendwas getan also, zu weichen? Zwei Typen mit zwei Mädels in einem unterirdischen Labor und dann erzählt sie was, hier kommen Babys? Ja, hier, da sind sie doch schon. Da sind sie doch schon. Oh, da sind sie doch schon. Oh. Oh, oh, liegende Babys. Das sag ich doch, hier kommen Babys. Du hast es aber bitter nötig, ne? Wenn die Babys schon rausgeflupscht kommen. Ja. Da wie ein Monty Python Film, kannst du das mal aufheben? Danke. Ja, genau. Ja, also den haben wir letztens sogar geguckt. Aber das sieht so, boah, ich müsste eigentlich einen Screenshot von Yvonnes Püppchen machen, ne? Ehrlich. Du siehst auch, als hättest du irgendwie eine Taucherbrille auf. Warte mal, wo ist es? Bleib mal kurz stehen. Da ist ein großer. Wieso kann ich nicht so weitergehen? Geil. Du weißt, was ich meine, ne? Ja. Das ist so geil. Ich rede nicht von den Großen da, ne? Ich rede von den Großen da hinten. Ja, ja. Das... Ich dachte, du redest von... Na, egal. Das war ja klar. Oh! Tot! Na, nice try. Also, der also bei, den, bei, bei den Amtis ist auf jeden Fall immer ein Treffer tot. Mhm. Jetzt müsst ihr mal so schön hier reingucken. Jetzt hab ich fast voll der Rüstung. Ja, hinten, ganz hinten ist viel geiler. Nee, Corona. Hier, yeah. Das finde ich viel cooler. Das ist Corona. Hm, lecker. Blob, blob, blob. Guck, ich will auch eine Spezies. Ich will auch eine ist sogar eine Nase dabei. Bitte was? Ah. Wie sieht das Ding komisch aus? Ja, tatsächlich eine Nase. Sieht ziemlich komisch aus. Ich werde die wahrscheinlich gezüchtet. Kev, ich wusste gar nicht, dass du für Motion Capturing hier zur Verfügung standest. Ja, das gibt ja Kev. Die haben dein Gesicht genommen dafür. Und ich greife hier. Oh, Musik. Ihr seht unseren Boss kennen. Party! Hat einer Musik angemacht? Nö. Aber eigentlich könnte ich hier Musik anmachen. Film! Yay! Ein Film! Setz durch! Kino, ja. Hey! Yeah! Jetzt hab gesagt. So, mach The Forest an, ich will zocken.
Was? Mit Programmheft. Gewiss. Also der Beamer ist unzerstörbar. Also man kann erstmal die Tür aufgehen hier. Mein Gott. Erstmal hier ein Schlückchen. Erstmal ein Schlückchen trinken dann hier. Ein Turm, aha. Nein, das ist eine Maschine. Ich komme hier echt nicht mehr raus, ey. Ich weiß, ich bin eine Maschine, das weiß ich. Soll ich jetzt mal die Tür öffnen? Dankeschön. So. Die Tür öffnet sich nur für Leute mit Seele. Ich will hier raus. Oh, schon wieder Kaffee. Oh, hier wird gelacht. Wo? Mhm. Was? Wie? Hier gibt's nichts zu lachen. Was? Wie? Wo ist hier? Ach, da. Da hängt ein Wissenschaftler an der Decke. Und hier kommt ein lachendes Etwas auf mich zu. Alter, das sah gerade aus, als wolltest du drauf zugehen und ihn umarmen. Komm her, wir haben dich doch lieb. Ja, guck mal, wie lieb ich den hab hier. Zack. So. Ja, du gibst ihm Zuneigung. Ja. Kann man dem helfen? Wahrscheinlich nicht mehr. Da kommen wir wahrscheinlich eine Stunde zu spät. Wieso komme ich hier nicht raus? Eine Stunde, nachdem wir schon seit weiß nicht wie vielen Tagen auf dieser Insel rumgammeln, kommen wir eine Stunde zu spät. Natürlich über die Leine herum. Guck mal, die. Wir haben einen Stuhl dabei. Oh, Aua. Alter! Sein Babyblub ist doch nicht so geflogen, ey. Das ist eine Baby, ist gerade durch die Wand geglitscht, ich hab dir das auch gesehen. Es ist einfach verschwunden. Es ist mysteriös. Ja, es zuckt noch. Halt, der Verwalter. Ach ja. Hier ist was los. Zwei ja. Mädels, zwei Betten. Ja. Ist okay. Vergiss es. Und Babys auf Station. Passt. So, Kevin. Okay, oh, wir sind da. Hä? Oh, wir sind da. Wir gehen mal an die Maschine. Ja, genau, mach du das mal. Geh du da mal dran. Was für eine Maschine? Die hier? Da, hier, ja, rechts, da. Geh du da mal dran. Ich dran. Ja, warte, die hier oder was? Nee, hier. Hier. Der Turm. Dann mach ich das mal. Du bist ja derjenige, der aufnimmt. Der Host, der Horst. Oh, da ist ja einer. Es ist Timmy. und das in so einer Art eiserne Jungfrau oder ne, sowas ähnliches. Und das ist. Tot? Wie theatralisch das von hier so aussieht, das ist ja geil. Das sieht von nah dran noch anders aus. Die Perspektive kenne ich noch nicht. Vor allem, gerade eben mit dem Kopf so, knack. Die Perspektive kenne ich nicht, da braucht erstmal ein Haribo. Ja, ich kenne sie auch. Leg deinen Sohn hier hin. Hier drauf. Jetzt kommt gleich die Entscheidung, oder was, ob wir jetzt den leben lassen wollen, oder... Nee, noch nicht. Achso. Kann ich euch ja sagen, was wir machen müssen, bis wir entscheiden, wenn wir da sind. Wir lassen ihn leben. Wir retten ihn. Du willst das Artefakt nicht haben? Nein. Ich weiß nicht, nur anders machen wollen, euch jetzt, kann ich nicht mehr sagen. Okay, das sieht dir aus, und wenn du Experimente da machst, Kev. Klar, war ja der Plan. Ich stell Kev gerade die Kettensäge in den Arsch. Also, was macht da hier noch ein. Alter, was ist denn gerade? Was macht da hier noch einen auf Wissenschaftler? Was macht er denn jetzt? Was ist das denn? Jetzt musst du reinsteigen. Ich muss jetzt da rein. Ja, los. Rein da, Kev. Ich spiele gerade. Mach doch sowas. Los, rein da.
Jetzt verarscht ihr noch nicht so. Können wir jetzt ich weiß das wirklich oder? Nicht. Hier liegt noch eine Kassette. Komm, weiter. Hier ist noch eine Kassette für euch. Also die haben wohl. Ah, die holen wir später. Komm, weiter geht's hier. Hm. Keine Zeit. Wann kommt das mit dem Kampf? Ich hasse das. Mit der Kette. Ich setze mich erstmal hin und gucke mir das Späßchen an hier. Ist auch schön.